Simone Kowalski hat sich im Jahr 2019 den Titel Germany's Next Topmodel gesichert. Seitdem ging es in ihrer Karriere auf und ab, doch aktuell scheint es ihr verdammt gut zu gehen. Davon konnten sich ihre Fans zuletzt auch in einem Livestream überzeugen, den sie auf Instagram startete. Doch die 22-Jährige war dabei nicht alleine. Unterstützung bekam sie von den ehemaligen Kandidatinnen Liana, Joelle und Luna. Über eine Sache waren sich die Girls nach einer Fanfrage einig. Sie würden nicht noch einmal bei Germany's Next Topmodel mitmachen. Doch ihre Zeit bereuen sie rückblickend nicht. Was genau sie an der Show von Heidi Klum gestört hat, führten die Mädchen auch aus. Und so erklärte Joelle: Manche Interview-Situationen, da wurdest du gefragt, keine Ahnung, wie was hältst du von XYZ? Und dann wurde das nachher in einen ganz anderen Bereich der Sendung reingeschnitten. Ja. Und dann, als hättest du über irgendwen gelästert oder so, was gar nicht der Fall war. Ja. Der Vorwurf, dass Aussagen aus dem Kontext gerissen werden, steht schon seit mehreren Staffeln im Raum. Doch auch mit diesem Wissen wird im Netz heftig gegen Kandidatinnen ausgeteilt, wie beispielsweise gegen Liana, die deshalb sogar im Finale ihren Traum, Germany's Next Topmodel zu werden, aufgegeben hat.